Kurz vor den Weihnachtsferien bricht das Grauen über die Kleinstadt Newtown im US-Bundesstaat Connecticut herein. Ein Amokschütze tötet in der Grundschule 20 Kinder und 6 Lehrer. Ich habe Kugeln durch den Raum fliegen sehen. Dann hat mich eine Lehrerin ins Klassenzimmer gezogen. Im Schulhaus bricht Panik aus. Kinder verstecken sich in Schränken. Augenzeugen berichten von einer langen Schießerei mit dutzenden Schüssen. Der Amokschütze stirbt bei dem Polizeieinsatz zur Rettung der Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Polizeibeamte haben das ganze Schulgebäude nach dem Schützen durchsucht. Hinter jeder Tür und in jedem Winkel. Wir wollten die Schüler und Lehrer so schnell wie möglich da rausholen. Für 20 Kinder und 6 Erwachsene kommt jede Hilfe zu spät. Unter den Toten ist auch der Schulleiter. Bei dem Todesschützen soll es sich um einen jungen Mann handeln, der zu Hause erst seinen Vater getötet haben soll, bevor er mit dem Auto zur Schule fuhr. Dort soll er auch seine Mutter erschossen haben, die an der Schule unterrichtete. In den USA herrscht nach dem Blutbad Entsetzen und Fassungslosigkeit. US-Präsident Barack Obama kämpft mit den Tränen, als er in Washington seine tiefste Trauer zum Ausdruck bringt und Konsequenzen fordert. Die meisten der Opfer waren Kinder. Schöne, kleine Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Sie hatten noch ihr ganzes Leben vor sich. Geburtstage, Abschlussfeiern, Hochzeiten und eigene Kinder. In US-Medien wird wie bei vielen solcher Bluttaten in der Vergangenheit die Frage nach schärferen Waffengesetzen laut. Die US-Gesellschaft wird sich dieser Debatte stellen müssen, nach dem schlimmsten Blutbad an einer Schule in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg.